Damit herzlich willkommen hier bei meinem zweiten 360-Video des Jahres. Ich möchte heute mal das Video ein bisschen kommentieren, damit ihr eigentlich auch versteht, was ihr da gerade seht. Aktuell sind wir hier auf dem größten bzw. höchsten Punkt von Pilanesberg. Und in dem Video gibt es jetzt immer wieder Ausschnitte, so wie dieser, wo ich euch einfach die Landschaft zeige, wie man da gerade rumfahrt. Hier ist die Kamera auf dem Dach montiert und wenn es irgendwo Tiere zu sehen gibt, dann werde ich das natürlich für euch kommentieren, dass ihr es auch findet. Wie man da schon sieht, Umgebung ist sehr trocken, gepflastert ist hier fast nichts. Man sollte hier auch wirklich mit einem Allradfahrzeug herumfahren. Das Gras, wie man auch hier sieht, ist sehr brandgefährlich. Rauchen ist halt nicht hier. Es brennt hier auch immer wieder. Es gibt immer wieder so schwarze Stellen oder man sieht auch natürlich die ganzen Brände, wenn es gerade irgendwo brennt. Gerade rechts hinten brennt es und man sieht es gerade fast gar nicht. Das sind so rechte Rauchschwaden, die dann aufsteigen. Das war hier ganz interessant. Da sind wir jetzt auf eine Kreuzung hinkommen und direkt vor uns, vor dem Auto, liegt so ein Büffel. Einfach mal so, ganz alleine, normalerweise in der Herde. Jetzt fahren wir gerade nach links weg, also auf die rechte Seite schauen. Da liegt er jetzt gerade. Und das ist einfach das Schöne in dem Park, wenn man einfach rumfahrt, dass man einfach auf alle möglichen Tiere da stoßen kann. Und das ist eine der wenigen Hauptstraßen auch gewesen, die asphaltiert gewesen sind. So, hier vor uns ein Ranger-Fahrzeug, beziehungsweise so ein Game-Drive-Fahrzeug, die sieht man immer wieder im Park. Also man kann auch mit einer Führung durch den Park fahren. Die sehen natürlich auch ein bisschen mehr und kennen sich auch besser aus. Wir sind selbst gefahren, aber das ist, hat doch so einen gewissen Kick. Weiter vorne sieht man auch eine kleine Gruppe von Autos, die haben nämlich gerade ein Nashorn gesehen, was aber recht weit weg war. So, zur linken Seite übrigens mal so eine Fläche, wo es gebrannt hat, aber das ist noch relativ harmlos, aber ja eben, kommt immer wieder mal vor. So, hier fahren wir jetzt gerade zum einer der größten Seen hier im Pilanesberg National Park. Ist ein riesengroßer See, wunderschön und hier trifft man auch sehr oft die Löwen, die Nashörner teilweise, die Gazellen und Nilpferde waren auch weiter vorne hier am See. Man sieht es jetzt hier leider gerade nicht. Ist aber die schönste Stelle am Park, das ist relativ im Zentrum. So, hier zur linken Seite, hinter dem Gras, bei dem Baum, ist so eine kleine Gazellenherde. Wir fahren jetzt gerade langsam mit dem Auto vorbei. Also wer genau hinschaut, sieht die kleine Herde da. Waren so um die 10, 12 Tiere und die sieht man noch recht häufig im Park. Entsprechend sollte man auch langsam fahren, weil die gehen natürlich auch einfach über die Straßen. Da kommt dann auch später so ein Video, wo das passiert. Leider haben wir keine Löwen so direkt gesehen. Das war schade, aber die sieht man auch bei dem Gras echt schwer, wenn die da gerade irgendwo liegen. So, da ist eben das, da sieht man es gerade vor uns, laufen die gerade einfach so über die Straße, von links nach rechts. Wir werden jetzt auch nachher langsam mit dem Auto vorbeifahren. Und das war recht am Anfang, als wir reingefahren sind, da sind wir vielleicht keine 20 Minuten im Park gewesen. Und das war, glaube ich, die erste Tierbegegnung im Park. Aussteigen ist übrigens absolut verboten im Park. Du kannst zwar schon aussteigen, solltest aber nicht machen, weil hier natürlich sehr viele gefährliche Tiere rumschwirren. Also eben sogar wie Löwen, Elefanten, Nashörner und Co. Und wenn die dich irgendwie als Bedrohung sehen, dann hast du Pech gehabt. So, das ist jetzt wieder so eine Landschaftsaufnahme. Da sind wir jetzt gerade von einem Berg runtergefahren oder sind gerade noch dabei. Und gerade diese Formationen, wunderschön. Das Ganze hier ist auch ein ehemaliger Vulkan. Also diese 25 Quadratkilometer ist quasi ein Vulkankrater, der das hier alles geformt hat. Der größte seiner Art. Hier zur Rechten ist wieder so eine kleine Gazellenherde.
korrigiert mich, wenn es keine echten Gazellen sind. Bin jetzt nicht so der Tierkenner, aber die sind hier auf der rechten Seite bei uns vorbeigelaufen. Hier fahren wir gerade zu dem höchsten Aussichtspunkt, wo man ganz am Anfang des Videos gesehen hat. Hier gibt es einen kleinen Rastplatz, wo man aussteigen kann. Und hier haben wir einfach eine geniale Aussicht über den ganzen Park. Also wer mal da reingeht, muss man unbedingt hier auf diese Stelle hochfahren. Hier kann man richtig toll Fotos machen. So, zur linken Seite jetzt haben wir einen Baum voll von diesen Vögeln. Die sieht man auch sehr, sehr, sehr oft. Und da war einfach mal der ganze Baum voll mit den Tierchen. Die machen auch echt witzige Geräusche. Aber ja, so viel auf einmal haben wir dann auch noch nie gesehen gehabt. So, das ist die Auffahrt zu diesem Aussichtspunkt. Das war eine der wenigen Straßen, oder die einzige eigentlich, die gepflastert ist. Und zur linken Seite hat man schon eine schöne Aussicht gehabt über das Tal. Von oben dann nochmal besser. Aber das ist ein richtig toller Spot, um hier Fotos zu machen. Aber eben bitte nicht aussteigen aus dem Auto. Und wer sich übrigens ein Mietauto holt, schaut es, dass es ein Auto ist mit entsprechender Bodenfreiheit. Und wer es kann, auch mit Allrad, weil eben die Straßen sind da teilweise sehr, sehr schlecht. Und mit einem Polo oder so kommt man da nicht weit. So, jetzt kommen wir zur längsten Aufnahme hier im Video. Und zwar haben wir da eine sehr große Elefantenherde gesehen, die ist zur rechten Seite des Autos. Also wer die Kamera jetzt ein bisschen nach rechts schwenkt, der sieht hinter dem Gras die Elefanten. Also ganz genau hinschauen, das waren so um die 10, 15 Elefanten. Die waren dann gerade von links nach rechts. Und da waren auch einige Baby-Elefanten mit dabei. Jetzt auch die Texteinblendung, unter dem Text sind die Elefanten. Und das war echt faszinierend. Wir wollten eigentlich gerade schon aus dem Park rausfahren. Das war so der letzte Trip quasi. Und auf einmal sehen wir diese ganzen Elefanten da. Und wir haben sie vorher nur aus der Ferne gesehen gehabt. Und da waren sie gerade nochmal so 200 Meter entfernt. Und dann auch noch so eine riesen Herde. Da sind wir dann auch etwas weiter zurückgefahren. Haben sogar noch mal gewendet, um ein bisschen die Elefanten besser zu beobachten. Genau, jetzt setzen wir hier zurück. Weil die sind doch recht schnell auf die andere Seite gefahren. Ich versuche jetzt hier auch dann gleich umzudrehen. Aninok war da gerade im Auto fleißig am Foto machen. Und im nächsten Abschnitt sieht man es dann gleich noch ein bisschen besser. Und jetzt zur linken Seite mit der Kamera. Da sieht man jetzt gleich, wo die Elefanten bei den Bäumen rauskommen. Einmal unten und einmal oben. Genau, da unten sieht man es jetzt gerade schon. Kommen jetzt da ganz langsam heraus. Und zum Ende des Abschnitts sieht man sie fast nochmal komplett. Elefanten sind übrigens eines der gefährlichsten Tiere hier im Park, denn ja, die können auch mit Autos kuscheln und gibt auch entsprechende Warnhinweise nur für Elefanten, ja, weil ein Auto hat halt nicht so viel Chance gegen Elefanten, aber man soll sie natürlich auch nicht verärgern. So, jetzt kommen sie auch von der oberen Seite hier raus und von unten. Man muss es erlebt haben, das ist einfach richtig faszinierend, wenn man das in echt sieht, wo einfach kein Zaun zwischen dir und dem Tier ist. Werde ich vermutlich nächstes Jahr nochmal anschauen, das ist jedes Mal einfach sehenswert. Und natürlich auch Glück, was man da eigentlich sieht, also ob du die Big Five alle siehst, das ist nie garantiert. Kennt ihr jetzt da gerade ein bisschen im Hintergrund, da sieht man jetzt gerade diese Baby-Elefanten. Die waren einfach so putzig. Aber auch als Baby schon echt groß, muss ich sagen.
Schluss sind sie sogar noch etwas in unsere Richtung gegangen. Da sind wir dann doch weggefahren. Das war uns dann doch ein bisschen zu gefährlich. So, das war auch kurz erstmal, also kurz vor dem Ende vom Park. Hier in dem Baum zur linken Seite ist ein Gepard drin. Man sieht ihn nur schemenhaft, wie man auch kaum gesehen. Also wenn man jetzt über den Fahrer drüber schaut, der mit dem roten Hemd, so ein bisschen drüber in dem Baum ist der Gepard drin. Den hätte man so echt nie gesehen, aber so der Ranger, der was bei der Ford steht, hat den gesehen. Und das war echt noch faszinierend, dass wir den gesehen haben. So, hier sind wir ein kleines Wasserloch, da gibt es auch einige von im Park. Auf der linken Seite sind Nilpferde und auf der rechten Seite ist wieder so eine kleine Tierherde. Wird jetzt gerade eingeblendet, also jeweils unter dem Text sieht man gerade die Tierchen. Wobei Tierchen ist ein bisschen niedlich für so riesen Dinger. Morgen glaube ich so 6-7 Nilpferde, was da gelegen sind. So, da sind wir jetzt auch schon am letzten Teil des Videos. Da sieht man jetzt zur linken Seite im Gebüsch ein Nashorn. Also wer ein bisschen unter den Text reinschaut, der sieht es gerade da. Lauft so ganz langsam nach links. Und da sind wir auch am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Ausblick von Pilanesberg. Habt ihr noch viel mehr Videomaterial, aber ich denke mal, diese 11 Minuten, da haben wir euch den Park ein bisschen zeigen können. Und wer will, kann es sich nochmal anschauen. Schaut in alle Richtungen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Und soll ich es in Zukunft wieder mal kommentieren oder nicht kommentieren? Das will ich auch von euch wissen. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.